Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich habe per Zufall auf einem anderen Channel dieses Spiel gesehen, The Forest. Und ich weiß, es ist schon ein paar Jahre alt, wird zwar noch dran getüftelt, ich glaube, es war in der Early Access Phase. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es draußen ist, ob es Final ist oder nicht. Ich habe es mir jetzt beim Steam Summer Sale gekauft und ja, ich mache ja eigentlich Folgendes bei meinem YouTube-Channel. Alles, was ich zocke, nehme ich auf, lade es hoch. Ob ihr es sehen wollt oder nicht, ich mache es einfach. Wenn ich natürlich sehe, dass es nicht läuft, dann lasse ich das mit dem Hochladen, zocke es aber weiter. Das mache ich zum Beispiel bei Battleship Galactica, das Spiel, Deadlock, wie es hieß. Das habe ich mal angespielt und ich zocke es einfach für mich. Wie gesagt, viele werden The Forest wahrscheinlich kennen, wenn ihr Tipps und Tricks habt, weil ich bin ein Newbie, ich habe es mal kurz angespielt. Ja, aber ich habe da noch nicht sehr viel gemacht. Ich gehe mal auf neues Spiel, ich habe schon viel zu viel gelabert. Go. Ach so, friedlich? Keine Gegner in der Welt. Ja, nee, ist doof. Stärkere Feinde? Nee, ich habe ja so schon am Kämpfen. Ich war so schon am Kämpfen. Ich mach mal normal für Feiglinge. So. Jawohl, friedlich ist eher was für Feiglinge. Und ich bin mal gespannt, ob es wieder derselbe Ort ist. Eigentlich ist es jetzt das dritte Mal, dass ich anfange. Und ja, weil die ersten beiden Male, also beim allerersten Mal wurde ich überhaupt nicht alt. Also ich wurde sehr schnell gefunden. Na, ich glaube, das hier habt ihr auch schon zu Genüge gesehen. Hier war mal das Büchlein hier. Oh, Tommy. Ja, Survival. Ist das die Halo-Figur? Oder dieser Chief Commander oder wie er hieß? Nee, ich glaube nicht. Timmy! Mein Essen, ich hab's doch gar nicht gegessen. Ja, hätte ich mal vorher mein Essen aufgegessen, ne? Das kommt davon. Timmy! So, Blut verschmiert. Tja, die Alte hat wohl ihre Tage gehabt, ja? Nein. Ja, ist ja sehr sensibel. Ich habe gerade ein bisschen PUBG gespielt. Da ist das nicht so sensibel, aber na gut. Neuer Eintrag, To-Do-Liste. Neue Pflanze entdeckt, okay. Was für eine Pflanze haben wir hier im Flugzeug entdeckt? Die Klopflanze. Wollte eigentlich gerade nicht essen. Na, egal. Jetzt mal alles mitnehmen, was geht hier. Jupit! Das geht nicht. Achso, blocken geht auch. So ein Kissen könnte man doch mitnehmen, oder? Die sehen doch echt sauber aus und könnte man gebrauchen. Ah, nee, runter da. So, erstmal Koffer öffnen hier. Stöcker, zack, alles her, alles her. Ist noch mehr. Gib, gib. Steine können wir auch gebrauchen. Ich weiß nicht für was. Nehmen wir mit. So. Nee, das wollte ich eigentlich nicht machen.
Ach, Knochen für verbesserter Speer. Okay, da brauchen wir Knochen für. Na gut. Waffe wechseln, wie geht das? Ich glaube, das habe ich mich für letztes Mal auch schon gefragt. Hier ist ein Boot. Ich bin nicht da, wo ich letztes Mal war. Ich hatte einen anderen Standort, definitiv. Da war kein Bötchen. Koffer, Koffer, Koffer. So, und da wo ich war, gab es nämlich hier von diesen schönen Gebüschen kaum was. Können wir da irgendwas mitmachen? Handgemachte Axt, wir haben kein Seil. Zwille haben wir auch nicht. Federn haben wir auch nicht. Schneeschuhe brauchen wir nicht. Warte mal, wir können doch... Wie viel haben wir davon? Gehen wir weg. Zack, Hammerseil. So. Und jetzt nochmal drauf. Handgemachter Bogen. So, haben wir das auch. Ich wollte nur ein bisschen... Ja. Nee, wollte ich eigentlich jetzt nicht nehmen. Ich wollte jetzt nur den mal kurz beiseite packen. Nee, das war es doch nicht. Einer vielleicht? Hä? Jetzt haben wir jetzt gemacht. Ah! Ich wollte diese verbesserte Axt bauen. Handgemachte Axt. Ach, scheiße, das habe ich das Seil für was anderes benutzt. Nee, egal. Nee, die kleine Axt erstmal wieder hier. Vogel, geh weg! Schette. Schöne viele Koffer. Tennisball brauchen wir nicht. Weg. Sowieso habe ich das Gefühl, dass die Spielemacher Tennisspieler nicht mögen. Aber das erzähle ich euch dann, oder warum das so ist, warum ich das so denke, dass das so ist, zeige ich euch dann, wenn wir an der jeweiligen Stelle sind. Von alle Koffer? Oh ne, hier ist noch einer. Ich hole ihn damit auch auf. Perfekt. Ziehen wir uns erstmal um. Keine Ahnung, ob das was bringt. Hier gleich mal ein paar Blumen. Kenne ich nicht. Nehmen wir mit. Essen weiß ich nicht. Wobei, ich habe erst gestern eine Folge Fear the Walking Dead gesehen. Da ging es um solche Pflanzen, die irgendwie... Warte mal, da gucken wir jetzt kurz rein. Die war nämlich nicht giftig. Die war wohl proteinhaltig oder so. Hm. Also die schwarze Heckenkirsche Kirsche ist auf jeden Fall giftig. Hm. Ich weiß nicht. Essen wir mal. Okay, er kotzt nicht. Macht keine Geräusche. Dann war es wohl lecker. Was ist da? Stein. So, wir wollen jetzt mal an den Strand da.
sogar ein Kreuz. Kassette. Ein Bild von einer Yacht. Cool. Also hier war ich letztes Mal definitiv nicht. Das ändert sich also. Und noch mehr Kisten. Was für ein Geräusch. Gib Möwen. Weg. Oh, hier ist es echt ein guter Startpunkt. Haie. Kann man den irgendwo auseinanderschlachten? Ach so, jetzt habe ich eine Trophäe. Ich dachte, dass wir vielleicht doch was davon essen können. Zwar ein bisschen Gammelfleisch, aber na gut. Oh, Laptop. Und hier liegt noch eine Flasche Wein. Schildkröten. So, aber erstmal aufs Bötchen. Wir wissen es ja eh bisschen vom Blut. Lerne Grundlagen des Überlebens. Ja, machen wir. Du hast Durst. Finde sauberes Wasser. Haben wir. Warte mal, hier sind doch Haie. Scheiße, schnell raus. Lass mich raus. Oh. Ein Yachtmagazin. Was für eine Erotik. Ja, ein hässliches Kind. Alkohol ist voll. Ah, was kann man mit Alkohol machen? Zeig doch mal. Pfeile, haben wir nicht. Also Brandpfeile quasi, ne? Verbesserter Speer. Nee. Das hast du falsch verstanden. Kombinieren? Kombinieren geht nicht. Was fehlt denn noch? Keine Ahnung. Ganz viel Kleingeld. Kassettenrekorder. Aha. So ein komisches Alienvieh. Oh, kein. Wir sind voller Snacks. Oh. Dann trinken wir mal was. Trinken. Essen. Gasflaschen. Das ist leider voll. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel oder so. Das können wir auch nicht mitnehmen. Bibel brauchen wir nicht. Oh, man kann hier schlafen. Und speichern. Speichern wir mal. Bestätigen. So. Das Bildchen würde ich gerne mitnehmen, geht aber nicht. Das war alles. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich am besten
Also ich würde jetzt hier einfach nach rechts gehen. Da oben irgendwo hin. Weil da hinten ist, scheint nichts zu sein. Also keine Bäume, wir brauchen ja Bäume. Das ist ganz schlecht. Scheiße. Dann gucken wir uns doch die andere Seite an. Weil ich weiß nicht, ich hab's im Video oder irgendwie hat's erzählt, dass diese Einwohner, die wir gerade da gesehen und gehört haben, Kannibalen sind und auch nicht unintelligent. Jetzt sind auf einmal mehrere da. Die waren doch gerade nicht da. Scheiße. Ah, hier ist das Flugzeug abgestürzt. Hm. Und da kommen die nächsten. Ach, du kriegst den Mann. Scheiße. Toll, ich starte den Let's Play, will was zeigen, will das Spiel zeigen und krepier... Fuck you! Fuck you! Ihr habt doch nichts! Geht weg, Jungs! Ich finde doch nie wieder her. Da sind auch welche! Was ist das für ein verschissener Wald? Der Wald ist voll gemein. Sind ja überall welche. Die gaffen mich noch hinterher. Toll. Die wissen auf jeden Fall, dass ich da bin. Da hinten steht... Da steht auch gerade einer. Alter, kriegst du auch eine Macke. Ich will doch nur erstmal was bauen und die wissen schon, dass ich da bin. Das ist doch... Ja, die spielen mit mir. Die verfolgen mich. Ach, da ist auch ein Lager. Wo laufe ich denn hin? Wäre ich mal auf dem Boot geblieben. Ja, da habe ich auch hier einen gesehen. Scheiße, ey. Toll, das Boot finde ich doch nie wieder. So, sind wir hier mitten im Nirgendwo? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Och. Ich hab's ja... Och, ey. Kleines, dreckiges Vieh. Okay, da hinten sind was Brötchen. Wo könnte man sich hier cool niederlassen? Hätte am liebsten irgendwas mit so ein bisschen Höhenvorteil, so von Natur aus. Ich weiß, dass man auf den Bäumen später bauen kann oder generell bauen kann. Irgendwie so ein... Hm. Oh,
toll, jetzt fängst du dich an zu pieseln. Ah, da war Futter. Scheiß, da ist noch ein Lager. Also ich finde, der Spawnpunkt war ganz schön scheiße. Ach, das ist ja auch noch was von denen. Es wird auch schon langsam dunkel, habe ich das Gefühl. Hase! Tack! Hase! Tack! Tack! Dann geh nach Hause, wo du hingehörst. Schönstes Wetter. Wenn da hinten nicht das Lager wäre, hätte ich gesagt, baue ich jetzt hier. Zack. Oh nein! Ei, ei, ei. Ah. Also hier ist es schon mal ein freier Bereich, sieht ja ganz nett aus, aber ist mir noch ein bisschen zu nah. Wir gehen auf die andere Seite. Da lassen wir uns nieder. Ja. Da oben gefällt's mir. Ist das ein Fluss zum Trinken oder was jetzt noch hier? Komm, schon rüber. Okay, scheint nichts Trinkbares zu sein, ne? Scheiße, ey. Also ich war hier noch gar nicht. Das beunruhigt mich gerade. Ich laufe hier wild um die Ecke. Und wie komme ich jetzt da hoch? Sind das wieder hier irgendwelche Totensymbole? Oh, das ist Kackgebiet von denen. Das kann man essen, das ist blau, das weiß ich. Ich will da hoch. Dann bauen wir uns hier eine Leiter oder sonst irgendwas zum Baum rüber. Wenn man da hochkommt. Aber hier ist auch kein Wasser. Trinkwasser. Mama mia, ey, ich kenne diese Ecke nicht. Aber ich finde es cool. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie groß die Karte ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Wie will ich bauen, wenn wir nichts sehen? Scheiße. Kacke, da will ich nicht hin, das ist kalt. Ah, Mist, ey. Ich höre Wasser. Oh, ist das trinkbar? Sieht auf jeden Fall gut aus. Kann man das trinken? Irgendwie kein Trinksymbol. Muss ich vielleicht da die Waffe wegnehmen? Hm. Mir ist kalt. Oh.
Nee, es war B, ne? Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ein, zwei Steinchen noch. Die hatten wir auch schon gejagt. Hervorragend. Dann geht's hier ins kalte Gebiet. Das finde ich natürlich echt scheiße. Weil den Arsch wollte ich mir jetzt nicht abfrieren, aber... Ja... To-Do-Liste aktualisiert, aber es interessiert mich hier gar nicht. Ach. Also ich bin mit der Gegend hier noch nicht glücklich. Ich kann mir vorstellen, dass der Bereich, der kühler ist, auch der härtere ist. Oh nein, jetzt war ein Busch zum Essen. Na egal. So, Kaninchen oder was das da ist. Schon flink die Viecher. Das gibt's doch nicht. Bleib stehen. Das verarscht mich. Das verarscht mich echt. Ach, geh da nach Hause, du. Ich will dich jetzt haben. Du kleines Störenfriedchen. Jetzt. Ah. Ach, dann hast du es geschafft. Dann du. Ah, den treffe ich auch nicht. Scheiße. Ihr habt doch schon so ein Speerchen und ich treffe nicht. Ach, Halleluja. Das ist schon mal mein Frühstück. So. Da. Alter, das ist ein Killer-Bambi. Alter Schwede. Killer. Was hast du mit Mama gemacht? War nicht mein Sinn. So. Ah, die Bären wollen wir natürlich lieber... als zerhackstückeln. Oh, ich brauche doch noch ein, zwei Büsche. Ah, ist hell genug. Ich weiß aber nicht, wie hell das auf YouTube ist, also... Na gut, hier sehe ich wieder nichts. Achso, es liegt daran, dass es runtergeht. Ey, gibt's denn nicht verkackte Büsche? 7 Blätter brauchen wir noch, verdammt. Oh,
Ach, ey. Ach, das gibt's auch Büsch. Oh, Horst. Ja, komm. Ich hau da jetzt dann so einen Butterbusch weg. Ich glaube, das ist ja schon so das Anfangsgebiet für das Schneegebiet. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Keine Lust. Zwei Blätter, passt. Tada! So. Was ist denn überhaupt To-Do-Liste? Zack, zack. Ja, hier die Schritterklärung, was wir machen sollen, das ist klar. Gab's denn nicht irgendwie. Achso, baue ein Lager. Finde und koche Essen. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere und finde Timmy. Okay. Soweit war ich letztes Mal auch. Bloß, dass mein Lager schon ein bisschen größer war. So, dann schlafen wir doch mal eine Runde. Ah, ist ja auch scheiße. Packen wir nochmal Essen drauf und dann esse ich nochmal ein, zwei Beeren. Okay, wir sind gestärkt. Ziehen wir weiter. Hier ist ja nichts. Kaum Bäume. Also Wasser schon. Kann man hiervon was trinken? Ah, hier könnte man was trinken. Okay. Wie wär's? Ah, da ist noch ein Lager von denen. Ach, ey, wo die alles hier scheiß Lager haben. Ja, ich guck mir das jetzt nicht an. Das ist eine schöne Felswand. Da muss ich wieder ausruhen. Hier sieht es ja schon mal ein bisschen grüner aus. Das so das Gebiet, was ich gerne hätte. Wir haben zwar Wasser. Und hinten sind schon wieder Zelte. Hm. Ah! Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, hier gibt's so. Na. Mann, da nicht rausschmeißen. Aber wir sind voll.
Piep mich nicht so an, sonst töte ich dich. Scheiße, 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 scheiße. Drei Stück, das überlebe ich nicht. Ich hatte mein Lager da geradezu auf den Kamp. Aber ich würde es weiter hier nach rechts packen. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Nee, es liegt lang genug. Die haben so, glaube ich, ihre Laufwege, ihre Routen, die sie ablaufen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, da vorne, wo sie rübergelaufen sind, da hatte ich so eine Falle, Falle aufgestellt, wo die Leute, wo sich einer also quasi aufhängt. Oh, wenn du schon hier so stehst. Und mir ist aufgefallen, also wenn da einer war, bin ich runtergegangen, habe ihn getötet. Da war mein Camp. Da baue ich es jetzt aber nicht. Ich hätte gerne so eine Kombinationsding vielleicht. Ja, hier haben wir auch Wasser. Ein Frosch, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich würde sagen, wir bauen das hier und bauen uns den Berg irgendwie hoch. Wir haben mal Möglichkeiten, Plattformen zu bauen. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir gerade denke. Also erstmal brauchen wir einen Unterstand. Bauen wir jetzt mal nicht dahin. Hier packen wir zum Wasser. Sieht ein bisschen idyllisch aus. Und dann brauchen wir ein Lagerfeuer. Dann war auch wieder das. So. Ja, Entschuldigung, dass ich noch nicht so viel gezeigt habe. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier nochmal... Ups, scheiße. Oh, ich vergesse immer, dass man nicht auf 1 und 2 und 3 nichts belegt ist. Dass man das immer irgendwo aus dem Menü machen muss. Was ich sagen wollte ist, ja, ich denke mal, diese zwei Sachen baue ich erstmal fertig. Hack ein bisschen Holz. Würde dann sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Na, ich hacke hier erstmal, mache hier Hackepeter, Hackepeter, Hackepeter. Und dann sehen wir uns später. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr, wenn ihr ein paar Tipps habt, auch gerne immer in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe es mal ein paar Stunden gespielt. Ich bin aber da nicht so der King. Ansonsten, wenn ihr davon mehr sehen wollt, ab in die Kommentare, lasst ein Abo da. Und wenn... What? Wurde der Baum jetzt teleportiert oder was? Was ich sagen wollte, lasst ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.